Gut, also Strukturpaste, einfärben, basteln. Und zwar im Katalog hier auf der Seite 201 findest du diese Schablonen, die Strukturpaste und den Künstler, die Künstlerspachtel, die braucht man, um die Strukturpaste zu verteilen. Und ja, hier im Set sind diese Schablonen enthalten. Einmal die Wolke, kann man das sehen? Ich halte noch mal was davor. Einmal die Wolken. Das ist hier ein Rautenmuster, sehr neutral. Dann haben wir das Ornament aus dem Urienpalast als Schablone. Und das ist hier so eine Ziegelwand, würde ich sagen. Damit werde ich auch arbeiten. Das Arbeiten damit ist wirklich, wirklich einfach. Wichtig ist, dass du dir hier so eine Schale mit Wasser bereitstellst, weil die Schablone wirklich zügig nach Benutzung gesäubert werden muss. Und ich zeige dir das jetzt mal, wie man die Strukturpaste einfärbt. Also die kommt in so einem Töpfchen. Ich habe hier übrigens keinen der Künstlerspachtel von Stampin' Up. Ich habe tatsächlich einen Künstlerspachtel, den ich schon, keine Ahnung, 20 Jahre habe. Und natürlich nehme ich erstmal das, was ich im Hause habe, bevor ich mir was Neues kaufe. Wenn du sowas hast, kannst du das natürlich verwenden. Wenn du das nicht hast, dann alternativ halt bei Stampin' Up oder beziehungsweise bei mir bestellen. So, also die Strukturpaste ist weiß. Die ist in so einem Töpfchen, hat hier so eine Alufolie drauf. Und wenn du die einfärben möchtest, dann gibt es zwei Möglichkeiten, beziehungsweise eine Möglichkeit wird von Stampin' Up empfohlen. Und zwar, du nimmst die Nachfülltinte, machst den Tropfen auf die Unterlage, die Paste und rührst es durch. Anke Heim hat mir auf der Prämienreise erzählt, dass sie es anders macht und dadurch etwas mehr Kontrolle über die Farbe hat. Also sie nimmt dann wohl, so habe ich das zumindest verstanden, sie nimmt ein Stempelkissen, macht da so ein bisschen Farbe auf die Unterlage und dann die Paste da rein. So. Ich mache die immer, also ich gehe da so rein wie in so einen Cremetopf. Und dann kann man das ganz gut einfach vermengen. Durch diese Technik, die Anke mir empfohlen hat, wird es nicht so dunkel. Also wenn man jetzt einfach einen Tropfen nimmt, das ist so farbintensiv, da wird es sehr, sehr stark und so hat man etwas mehr Kontrolle. Wenn du die Paste mit der Farbe vermengt hast, dann, ich nehme mal ein größeres Stück, nimmst du ein Stück Karton, ich nehme jetzt mal weiß, legst die Schablone drauf und überlegst dir, wie du das haben möchtest. Also ich denke mal, in den seltensten Fällen wird man das Ganze, den ganzen Karton damit ausfüllen wollen, sondern ich neige ja dazu, immer auch nur das halb zu machen, damit das nicht ganz so gewollt aussieht. Also damit es so ein bisschen gewollt unordentlich ist. So, jetzt nimmst du die Paste einfach auf, als wenn du ein Butterbrot streichst. Streichst das hier drüber. So. Versuchst natürlich nach Möglichkeit keine Riefen reinzukriegen. Und fertig. Jetzt die Schablone sofort hier in den Wasserbehälter legen, damit das gar nicht erst antrocknet. Natürlich sollte man auch so ein bisschen Papier vielleicht mal dabei haben, um auch den Spachtel zu reinigen. So, das war jetzt die Methode Stempelkissen auf Silikonunterlage. Ich möchte dir aber natürlich schon auch noch mal einmal die andere Methode zeigen mit der Nachfülltinte. Und zwar nehme ich jetzt mal die Mette. Ich mache hier einen Tropfen drauf. Und dann wird es einfach auch genauso vermengt.
Das ist jetzt tatsächlich sogar ziemlich hell geworden, finde ich. Also das musst du einfach mal ausprobieren, was dir persönlich am besten gefällt. Die Paste sollte nicht zu lange offen stehen bleiben, weil die schnell trocknend ist. Und das ist natürlich, ja, will man ja auch nicht unbedingt, dass das eintrocknet. Und jetzt möchte ich dir mal etwas zeigen. Und zwar, ich habe mir hier selber eine Schablone gemacht. Kannst du das erkennen? Überhaupt, könnte noch mal jemand vielleicht drunter schreiben, wie die Verständigung ist, ob ihr mich gut hören könnt, ob ihr das gut sehen könnt. Dann eventuell können wir noch mal ein bisschen nachjustieren. Und zwar habe ich aus diesem Framelit mir selber eine Schablone hier gemacht. Und das möchte ich jetzt mal auf dem schwarzen Karton anwenden. Auch wieder einfach aufnehmen, als wenn du ein Butterbrot schmierst. So. Auch diese Schablone kannst du natürlich mehrfach verwenden, vielleicht einfach ein bisschen sauber machen und dann auch entsprechend ins Wasser gleich geben, damit das nicht großartig antrocknet. So, ich wollte ja eigentlich dieses Lesezeichen basteln, sehe ich gerade. Gut, nehmen wir das jetzt, nehmen wir jetzt halt einfach die Kartenfront oder nee, wie machen wir das jetzt? Ach, wir machen das jetzt nochmal. Ich habe mir das gar nicht gestrichen, also. Bisschen Farbe hierauf. Ein bisschen Paste. Die Schablone. Jetzt nehmen wir mal die andere, weil die hier eine ja im Wasser liegt. Ich will jetzt hier nicht mit dem Wasser auch noch rumreißen. Einfach beliebig auflegen. Und jetzt ist natürlich so, man kann es immer so schlecht abschätzen, wie viel man davon jetzt verbraucht. Und darum habe ich mir jetzt gleich ein paar mehr Papierzuschnitte gemacht. Und macht dann einfach mal was auf Vorrat. Dann hat man auch nur einmal die Schmiererei. Huch, mein Stuhl knatscht. Was ist denn hier los? So, ich denke, das reicht jetzt mal. Also. Ein bisschen trocken, es ist schnell trocknend, aber ein bisschen dauert es natürlich schon. Also ich kann das jetzt hier nicht so richtig zusammensetzen, weil es noch zu feucht ist. Ich würde jetzt praktisch den Anhänger abstanzen und dann habe ich mir hier zwei, also schon eine Blume vorbereitet. Die klebe ich mal übereinander. Vielleicht mit einem 3D-Pad aufsetzen. Kleines Bändchen oben dran.
Wie findet ihr die Paste? Habt ihr die schon? Hast du Lust, die zu bestellen jetzt, wo du das hier siehst? Also ich finde es eine tolle Art, einfach mal nochmal einen anderen Kartenhintergrund zu gestalten. Nicht immer nur stempeln, sondern es ist einfach nett, auch mal was anderes auszuprobieren, finde ich. Und im Künstlerbereich gibt es das ja schon lange, ne? Also in der Mixed-Media-Geschichte, da wird ja ständig mit Pasten gearbeitet. Und auch wer Leinwand- oder Acrylbilder malt, kennt sowas. So, und dann, ich habe hier noch ein Stempelchen drauf gemacht, das lasse ich jetzt mal. Ich werde jetzt auch mal eben die Unterlage hier einmal säubern. So. Also, Paste, Schablone. Pasten, die Schablonen, die Paste und die Künstlerspachtel von Stampin' Up findest du auf der Seite 201. Und jetzt möchte ich dir noch mal ein paar Sachen zeigen, die ich in Thailand in meiner Swap-Kiste hatte. Also in Thailand auf der Prämienreise wurde ja getauscht. Und ich habe mal ein bisschen geguckt. Da sind tatsächlich einige Muster, die ich dir gerne zeigen möchte. Dieses hier ist irgendwie, ich weiß nicht, was die Dame da gemacht hat. Das ist irgendwie feucht geworden. Leider ist es sehr, sehr wellig. Und zwar hat sie hier weiß würde ich sagen, oder eventuell mit Savanne eingefärbt, die Ziegelschablone genommen. Genau, da kommt die Adresse, gettingcraftystampin.com. Dann, die gefällt mir auch richtig gut, mit Kupfer embossed. Ja, das sieht auch total schön aus. Ist von, ich halte es hier nochmal hin. Ist von Sulepaco. Dann habe ich hier eine. Auch die hat das, die Demo-Kollegin hat das Ornament genommen aus dem Orientpalast. Mal schauen, von wem das ist. Das ist von Fanny Minne aus Österreich. Hallo Fanny. Das ist die Karte von Fanny. Dann habe ich die Karte von Anke Heim, die mir ja diesen Tipp gegeben hatte. Mit den Stempelkissen, nicht mit dem Nachfüller zu arbeiten. Die hat es auch ganz zart hier eingefärbt. Also danke Anke für den Tipp. Und eine allerletzte Karte habe ich hier noch. Da sind auch ein paar Ziegel im Hintergrund. Da ist die Paste eingefärbt. Himbeerrot mit Himbeerrot. So, das war jetzt eigentlich heute meine Bastelei, meine Aktion. Genau, jetzt kommen wir ja noch zum Gewinne, Preise. Ich hatte ja gestern auf meiner Facebook-Seite gefragt, was ich bastle. Und das ist dann tatsächlich eine Windeltorte geworden. Das haben die 37 Leute ja auch richtig erraten. Und ich habe jetzt hier mal die Zahlen von 1 bis 37 aufgeschrieben und werde jetzt eine Nummer ziehen. Und dann gucke ich hinterher nach, wer diesen Kommentar mit der entsprechenden Nummer hat. Und die Dame kriegt dann von mir eine handgebastelte Karte. Und ich sag mal, ich guck mal weg. So. Die Nummer 15. Ich weiß jetzt nicht, wer Nummer 15 ist. Ich gucke nachher nach und dann, wie gesagt, nehme ich Kontakt auf und es gibt eine Karte. Jo, jetzt muss ich erstmal noch was sagen. Schau mal, wenn du auf meiner Facebook-Seite bist, links, guck mal, da ist ein Button Gratis Bastelanleitung. Da kannst du mal draufklicken. Da biete ich eine Bastelanleitung zum Download. Du trägst deine E-Mail-Adresse ein und wirst dann in den Newsletter-Verteiler aufgenommen. Vielleicht hast du Lust, einfach dich da mal einzutragen. Ich versuche einmal in der Woche einen Newsletter zu schreiben, meistens am Sonntag. Schau doch mal, vielleicht hast du Spaß dran an meinen Ideen. Und ich habe so ein paar Sachen, die da immer exklusiv nur für meine Newsletter-Abonnenten drin stehen. Okay, das war's jetzt für heute. Ich musste jetzt erstmal wieder warm werden nach dieser Reise, nach 3 Wochen Bastelabstinenz. Ne? War heute eine kurze Sache. Arbeit mit Strukturpaste. Ich sag dann jetzt mal Tschüss. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und wenn du Lust hast, hinterlass mir doch bitte noch einen Kommentar, wie dir das gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.